Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Jaglut. Einmal quer über den Ozean. Midgard-Schlange in der letzten Folge bekämpft, besiegt. Und ja, hier ist die Ebene, wo sich Jaglut auffällt. Das heißt, wir werden hier irgendwo ein Portal aufschlagen müssen. Und wir möchten zusehen, dass unser Boot heile bleibt. Wir werden das einfach mal just for fun umfahren. Genau, in die Richtung muss er dann liegen. Da ist wieder irgendwas von Goblins über den drei roten Pfeilen. Also da will ich natürlich auch nicht ranfahren wegen den Moskitos, da ich alleine unterwegs bin. Also man kann auch alleine die Midgard-Schlange oder Seeschlange, wie sie hier drin heißt, bekämpfen. Alles easy. Nein! Schwein gehabt. Und ja, da bin ich mal gespannt, was das Schild so drauf hat. Daraus kann man, aus den Schuppen kann man sich nämlich ein wunderschönes Schild bauen. Und da bin ich einfach mal gespannt. Und hier kommt Dunkelwald. Oh. Wir müssen nach da hinten. Das heißt, wir müssen hier irgendwo vor Anker gehen. Einmal ganz kurz um Kreisel drehen. Denn wir möchten ja auch das Portal noch aufbauen. Und allzu weit ans Ufer möchte ich tatsächlich nicht. Weil dort ist schon der erste Goblin lauert. Ich würde sagen, wir markieren uns kurz das Boot. Und schwimmen mal ans Ufer. Ich nehme aber alles mit. Vielleicht kann man mit den Schuppen durchs Portal, dann wäre das richtig easy. Das Boot würden wir nämlich im Nachhinein dann abholen. Scheiße. Gut, da lassen wir erstmal das Chitin hier. Da lassen wir erstmal das Chitin hier. Ansonsten fürs Portal habe ich alles, passt. Jaglut, geradeaus, okay. Machen wir das. Der Nebel ist jetzt nur gerade ein bisschen scheißene. Irgendwo in die Richtung muss er sein. Ach, da sehe ich es doch schon auf der Minimap. Da ist der erste Moskito. Du greifst mich nicht an. Das ist gut. Denn ich sehe hier kaum was. Moltenberries könnte man auch wieder mitnehmen. Okay, das sieht... Boah, deswegen diese große Steinformation hier. Boah, das sieht ja mal richtig Baba aus.
Geil. Also Drachenmutter und diese Altar sind bis jetzt das Beste. Okay, wir brauchen 5 davon. Und seine sterbende Seele wurde gespalten und unter den Seinen aufgeteilt. Okay. Ich habe hier auf jeden Fall gerade so einen Goblin gehört. Sechs. Scheiße, ich brauche Holz. Ich brauche Holz, ich brauche eine Werkbank dort. So. Schau mal gucken, ob ich das dort auf den Stein platzieren kann. Und jetzt erkenne ich, dass das soll eine Hand darstellen. Kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Boah, geil. Kann ich das hier oben? Lol. So. Die 50 hatte ich gesagt, war das. Komm, connecte mal. Ha! Ich bin durchs Portal. So, als nächstes. Ich will mir jetzt dieses Schild angucken. Das macht man doch bestimmt hier. Schilder, Schlangenschild. LOL! Blockwert 90 und meins hat Blockwert 100 und das ist nur Stufe 1. Eisen. Und was war noch? Und Edelholz. Edelholz. Was wir nicht haben. Aber nicht so schlimm, das holen wir uns, in der Ebene. Das holen wir uns in der Ebene. Oh, gleich ein bisschen mehr mitnehmen hier. Wenn er mich lässt und weggelockt. Wenn er mich denn sich abbauen lässt. So, hier war noch einer. Oh nein. So. Natürlich kann ich das Schwarz zum Teil jetzt nicht mit durchs Portal nehmen. Das ist scheiße. Sag mal.
Oh, zu voll. Egal, wir haben 50 Stück, das reicht fürs Schild. Wie viele Schuppen hatten wir denn? Och nee, wieder verdrückt. Ich weiß gar nicht, wie viele Schuppen wir hatten. Weil ich würde das schon gerne mal aufwerten. Jetzt müssen wir die Midgard-Schlange noch ein paar Mal besiegen. Müssen wir ja sowieso, weil Dark oder Schild bestimmt auch will. Da werden wir das bestimmt auch machen müssen. In der letzten Kiste war alles drin. Und wir haben genau 8 Schuppen. Und brauchen jetzt 4 Schuppen. Okay. Boah, ist das ein großes Schild. Boah, das sieht richtig nice aus. Boah, bei dem bleibe ich. Bei dem Schild bleibe ich. Das steht fest. Mal gucken, ich hatte das doch alles sortiert. Hier ist Bronze, da ist Eisen. Das ist Silber. Dann kommt das hier rein. Ja, und wir haben noch ein bisschen Essen. Kann man mit dem rohen Fleisch irgendwas herstellen? Nee. Okay, sehr gesund. Ach, haben wir schon. Sehr gesund haben wir schon. Boah, aber ist das ein geiles Schild, ey. Holy shit. Und das sind mal ein paar Fleischbrocken. Ich weiß gar nicht, komme ich mit dem... Ach, das habe ich hier gar nicht drin. Ich wollte mal gucken, ob man mit dem Abyssil-Zeug da durchkommt, durchs Portal. Oh, es ist fertig. Schlangeintopf? Was? Was? Hier unten. Gesundheit 80. Ausdauer 80. Ist auf jeden Fall besser als Marmelade und Würstel. Was braucht das noch? Honig und Pilze. Ach, den kann ich dann direkt schon so essen. Ah, okay. Ja, gut. Da hat drauf erstmal schon KW. Ich weiß gar nicht, was ich hier markiert hatte. Ach, das war bestimmt Eigtür. Das zweite Spawn-Portal. Linksbums gedöns. Na los, machen wir nochmal 4 Schlangeintöpfe hier. Einer geht noch.
Honig wieder raus. Pilze waren da. Pilze wieder raus. Geil. Ich bin ganz ehrlich, ich würde am liebsten noch mehr davon haben wollen. Von den Schuppen und dem Fleisch. Aber ich denke mal, für den Kampf gegen Jaglut ist das richtig gut. Achso, ich wollte ein bisschen von dem Blutpuderidutschel hier lassen, ne? So, Viere. Okay, da würde uns sogar noch einer fehlen. Mal gucken. Hier haben wir überall den Met. Hier haben wir die Marmelade. Hier haben wir das Süppchen. Hier haben wir das Süppchen. Hier unten ist Honig und hier ist auch wieder überall Met. Genau. Und das ist leer. Gut. Ja, unsere Kisten laufen auch mittlerweile nur noch über. Kommt davon, wenn man Langeweile hat und Darko nicht dabei ist. Da ist man einfach nur noch am Farmen, Farmen, Farmen. Aber dieses Schild. Boah. Ich liebe es. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich mit dem Chitin durch das Portal komme. Vorher will ich aber das hier machen. So, einer fehlt noch, den werden wir dann bestimmt hier in der Ebene farmen. Aber ich bin gefühlt etwas langsamer mittlerweile durch die ganzen Sachen, die ich im Inventar habe. Und die Ausdauer verbraucht sich schneller, obwohl ich ausgeruht bin. Wie schwer ist denn das Schild? Gewicht 5,0, so wie alles andere auch eigentlich. Ne, das 0,8. 2. Die Rüstung hat 10 Gewicht, Alter. Das ist mal eine Menge, muss ich sagen. So. Palim, palim. Komm, ich brauche deinen Starre. Danke. Danke. Shit, ich sehe das Boot nicht. Da hinten. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Ach du Kacke! Naja, komm, ich muss dahin. Ich habe ja zum Glück noch ein paar Tränke dabei. Dann kann ich das doch einfach machen. Entschuldigung, ich habe gerade schon getrunken, ne? Kann ich das doch einfach machen, das Boot zerstören lassen, ne? Und mit den Sachen dann tatsächlich durchs Portal gehen und bei uns das Boot neu bauen. Die Sachen kann ich nämlich mitnehmen. Ernsthaft? Ich hab kein bisschen Damage bekommen. Das ist gerade Beschiss, oder?
War doch mal hier hoch, Boot. Ah, das rutscht wieder runter. Das rutscht wieder runter. Ich will zu dem einen Goblin und das Boot halt kaputt machen lassen. Wie viel Gewicht habe ich noch frei? Müsste, glaube ich, sogar ausreichen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Komm, mach's mal kaputt. Ja, komm. Du darfst. Ja, los, nochmal. Und nochmal. Hat der mich gerade geschlagen? Kann ich das nicht auch? Lol. Oh, dann machen wir das halt so. Ey. Ey. Sag mal. Sag mal. So. Haben wir alles eingesammelt? Nee, es fehlen noch die Nägel tatsächlich. Es fehlen tatsächlich noch die Nägel. Und ja. Was brauche ich alles für das Boot? Das da. Ja gut, Harz haben wir mehr als genug. Edelholz farmen wir einfach ganz schnell neu. So. Ja, da hab ich schon wieder einen Goblin gehört. Nein, nein, der hat Feuer. Nein, aus. Pfui. Gut, dann renne ich jetzt nach Hause zurück. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.